Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 12. April. Maria aber stand vor dem Grab und weinte draußen. Johannes 20, Vers 11. Ich wüsste gerne, welche Gedanken der Maria Magdalena durch den Kopf gingen, als sie vor dem leeren Grab Jesu weinte. Sicher ängstliche und verzweifelte Gedanken. Aber ein Gedanke war sicher nicht dabei. Dass dieser tote Jesus lebendig aus dem Grab herausgekommen sein könnte. Dieser Gedanke kam nicht in ihr Herz und auch nicht in das Herz irgendeines anderen. Auch nicht in das Herz der Jünger Jesu. Es ist eine seltsame Sache und typisch für unser Herz. Vor seinem Leiden hat Jesus seinen Jünger oft gesagt: Ich werde gefangen werden, verspottet und gekreuzigt werden, und am dritten Tag werde ich auferstehen. Aber das drang einfach nicht in das Herz der Jünger, obwohl sie sonst die Rede ihres Herrn mit großer Genauigkeit sich gemerkt und weitergegeben haben. Nein, dass er auferstehen könne, das ist in kein Herz gekommen. Paulus sagt vom Evangelium, es sei eine Botschaft, die in keines Menschen Herz gekommen ist. Damit will er sagen, kein Mensch konnte sie sich ausdenken. Auch heute noch geht die Auferstehung Jesu nicht in der Menschen Herzen. Die Maria aber wurde von der Wirklichkeit überführt. Plötzlich stand der auferstandene Herr vor ihr. Nun musste sie das Unerhörte fassen. Jesus lebt. Das ist eine wunderbare Tatsache. Denn keine Philosophie und keine Religion können uns Halt und Trost sein, wenn es ernst wird, wenn unser Leben in Krisen kommt. Aber ein lebendiger Heiland, ein Helfer, ein Erretter, ein Freund, der eine Handbreit neben uns ist. Herr, lass es uns fassen, was zu denken unmöglich ist, dass du lebst. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet. Und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.